rollte diesen Riesenhaufen Fell quer durch mein Zimmer. Er zuckt kurz, bewegt sich dann nicht mehr. Er liegt dort mindestens mein halbes Leben lang. Zumindest seit ich denken, verstehen und ihn sehen kann. Ihn ignorieren ist unmöglich, er ist störrisch. Er bewegt sich eigentlich kein kleines Stück, wenn er das nicht wünscht. Hält mich in meinem Zimmer zurück und macht aus diesem Zimmer einen Käfig für zwei. Vor mir liegt schwermütig dieses miese Ungetüm. Fühle an meinen Füßen wieder meine alten Kinderschuhe. Er schöpft meine Gedanken, bis die am Boden liegen. Und die, die noch übrig sind, enge Kreise um mich ziehen. Er hält mich davon ab, irgendwas zu erleben. Der Bodenbögen zu beben, wenn seine Tatzen den Boden betreten. Doch heute nehme ich die Schlinge von meinem Hals. Mach ne Leine draus, nenn ihn meinen Bären. Und die Tür geht auf. Ich nehme meinen Bären an die Leine und bin raus. Ich muss mich bewegen, atme ein, atmet aus. Nehme meinen Bären an die Leine und bin raus, weil ich Auslauf brauch. Weil ich Auslauf brauch. Nehme meinen Bären an die Leine und bin raus. Wir gehen unseren Weg, ich atme ein, atmet aus. Nehme meinen Bären an die Leine und bin raus, weil ich Auslauf brauch. Jetzt heißt es aufstehen, rausgehen, Stellung beziehen. Nach draußen laufen, die Nacht inhalieren. Statt Resignation und Isolation, die Zellen durchspringen, den Knast, die entfliehen. Der Bär an der Leine, wir stehen im Freien, er blinzelt verwirrt, guckt um und knurrt leise. Doch er bäumt sich auf, zeigt Zähne, brüllt laut, ich verstehe. Ich bin ein Teil von seinem und er von meinem Leben. Und solange es uns zwei zusammen gibt, sind wir beide zwar ein bisschen und doch nie richtig frei. Egal wie mich begegnen, einem alten Mann oder einem kleinen Kind, sie haben Angst davor, dass der Bär sie gleich verschlingt. Nehmen Reis aus, schreien auf, suchen das Weite. Hab das Gefühl, ich bin verflucht, mit ihm zu zweit alleine. Steh an einer roten Ampel, schalte dumm, grünes Licht. Da kommt um die Ecke eine Frau mit Lächeln im Gesicht. Sie steht vor mir und fragt, ob sie mir helfen kann. Hinter ihr ein Riesenbär, sie hält ne Leine in der Hand. Ich nehme meinen Bären an die Leine und bin raus. Ich muss mich bewegen, atme ein, atmet aus. Nehme meinen Bären an die Leine und bin raus, weil ich Auslauf brauch. Weil ich Auslauf brauch. Nehme meinen Bären an die Leine und bin raus. Wir gehen unseren Weg, ich atme ein, atmet aus. Nehme meinen Bären an die Leine und bin raus, weil ich Auslauf brauch.